Jo, moin Leute. Oh, ich bin noch nicht wieder richtig fit und heute ist schon Mittwoch. Ich habe überlegt, vielleicht den Daily Vlog wieder zu machen, wenn ihr Bock drauf habt. Ich war ein bisschen gestresst, wo jetzt viel Arbeit war und zwei, drei Sachen, die man wieder sich klären müsste. Irgendwas ist ja, wenn man erwachsen ist, ja immer. Genau, wir mussten die alte Wohnung noch fertig machen. Da bei dem Balkon, das hat auch nicht so hingehauen, wie man sich das so vorgestellt hat. Da gab es dann halt auch ja, Probleme. Dann, ja, alte Steuern aufräumen. Das war auch kräftezehrend irgendwie. Oh, geil, nochmal so eine Phase zu haben. Wäre das geil, nochmal so Kind sein, wisst ihr? So einfach. Deine größte Sorge ist irgendwie, dass irgendein Kumpel Zeit hat, mit draußen Fußball zu spielen oder so. Noch einmal Kind sein wäre so geil. Nicht drüber nachdenken, wie man was bezahlt, finanziert, Dinge zu erledigen, jeden Tag irgendwelche To-Do-Listen. Ja, hört man da so ein bisschen Frust raus, ja, ne? Ich sitze auf meinem Sportfahrrad. Körperlich geht es mir eigentlich ganz gut. Häng noch durch, wenn wir am 1. Mai abends 20 Jahre BZ Automobile von meinem Freund Olli gefeiert. Und Bernie, die da 20 Jahre jetzt ihre Werkstatt haben, haben wir schön gefeiert. Das war richtig toll, aber Marisa hat gegrillt, die Griller Queen. Und ja, wir waren dort nur als Gäste sozusagen. Ja, heute nehme ich euch dann nochmal mit in die alte Wohnung. Da müssen wir noch ein bisschen was Übergabemäßiges machen. Also, irgendwas ist dann ja immer, ich wollte noch live gehen, dann Marisa wird wahrscheinlich grillen. Wohnmobil muss weggebracht werden, kaputt. Kotzt mich natürlich auch an. Das muss auch noch leergeräumt werden, das berichte ich euch aber separat. Und dann halte ich euch wieder auf dem Laufenden, Leute. Also schreibt mir in die Kommentare, ob ihr immer noch dabei seid beim Daily Vlog. Oh, ich habe gerade Sport erledigt. Marisa macht Pfannkuchen. Na? Und der Hund guckt dir dabei zu. Guck mal, ich zeige dich nur ganz vorsichtig. Da, schnell. Da, guck mal. So, der Hund ist da. Oh, ja. Riecht leicht verbrannt. Einer. Der erste. Gut, Weil ich so. Handtücher für Rudergurgel habe. So, ich habe Sport erledigt. So, Semi und ich hole jetzt Rudolf und dass der mit Duschen kommen muss, ne? Ja, der ist in der Box. Der müffelt. Aber wollen wir erstmal essen? Ich glaube, sonst ist es kein technisch. Ich gehe ganz schnell. Ach so. Ist das Hunde schon auch in der Dusche? Habe ich schon alles hingestellt. Okay, alles klar, dann greife ich mir mal Rudolf. Der findet das Duschen nicht so gut. Nee, er hasst es. Der hasst das. Aber das muss ab und zu mal sein. Man darf die nicht zu oft duschen, ne? Die haben ja so einen natürlichen Fettschutzfilm so und aber irgendwann fängt er an zu müffeln. Und deswegen jetzt Attacke kommt, wie ich aussehe auch. Wie ich auch im Kopf aussehe. Dringend zum Barbier. Moin Leute aus dem Auto. Ich fahre ganz langsam Richtung Schockelsdorf. Und zwar werden wir jetzt unsere Hochzeitsringe angucken, ne? Ja. Wir sind jetzt auf dem Weg Hochzeitsringe angucken. Erste Mal, dass wir die sehen, mit dem eingeschmolzenen Familiengold und so, ne? Ja. Genau, liegen da ja jetzt auch schon irgendwie 10, 12 Tage. Wir haben, jetzt kommen wir da hin, weil wir viel da wegen dieser Wohnung jetzt zu tun haben. Ne? Richtig. Und da sind wir fleißig. Und das zeige ich euch auch nachher. Da erinnern sich ja viele dran. Ja, ansonsten, wir hängen immer noch ein bisschen durch. Ne? Ja, ein bisschen. Aber es geht allen so. Also, ja, allen, mit denen wir gefeiert ja, haben. es Also, geht allen ein bisschen so. Haben auch vielleicht einen Tick übertrieben. War ein Tag zu viel. ja, das war halt aber. Ja, von einem Jubiläum ins nächste. Ja, genau. Ne? Also. Das war dann, war gut, war gut. Trotzdem, man muss das feiern, wenn jemand auch so lange selbstständig ist und das so toll gemacht hat, kann man ganz stolz auf sein, was sie da gemacht haben in Lübeck mit ihrer Werkstatt. Und besonders Olli ist natürlich ein sehr enger Freund von uns, ne? Ja. Und auch mit Bernie verstehen wir uns sehr gut, den hatten wir ja auch auf Sylt ein bisschen näher mal kennengelernt, ne? Genau. Und ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber es ist gerade so, ich glaube, wir brauchen länger mal etwas besseres Wetter, ne? Es Ja. ist immer alles so ein Misch aus Kacke und irgendwie dann doch ein bisschen. Warm, Und kalt, ja. wir wollen dann irgendwie, dass wir da in die Gänge kommen. Dann, wenn wir mehr draußen sind, Garten soll jetzt gemacht werden, aber ich muss Samstag arbeiten in Hildesheim. Das heißt, ich schaffe auch wieder nicht, dass ich irgendwie Garten mache. Oder dann hoffe ich, dass ich bald wieder so ein bisschen Rhythmus habe, dass ich morgens früher anfange. Ich habe das heute gemerkt, wenn ich wirklich irgendwie um 7:30 auch schon am Rechner sitze und einfach dann produktiv bin, dann habe ich viel bis mittags schon weg. Weißt du? Das ist so, wenn man den Tag so vergammelt, natürlich, wenn ich so abends live gehe oder so, dann ist der Tag auch lange von 7 bis 21 Uhr oder so.
Aber ich hoffe, dass ich jetzt bald im Sommer dann wieder ein bisschen früher aufstehe und dann habe ich mehr was vom Tag. Und dann freuen wir uns drauf. Und ansonsten zeige ich euch gleich, wie die Holzdringer aussehen, oder? Yes. Wenn wir sie mitnehmen können. Also genau. Leute, bis gleich. Jo, moin Leute. Also, wir sind jetzt hier in der Wohnung. Hier muss auf dem Balkon noch ein bisschen was gemacht werden. Dann ist hier die Firma Malermeister Hagen zugange. Hier hinten wurde die schöne Designer-Tapete so abgerissen. Das ist jetzt aber auch schon bereinigt worden. Wir hoffen, dass wir da noch eine Bahn angeflickt bekommen. Ansonsten ist hier alles neu also abgeschliffen, gespachtelt, neu gemalt. Der Schimmel ist bekämpft worden hier oben. Also, das ist so eine tolle Wohnung hier. Ich habe das hier so, so gerne gewohnt. Und die machen wir jetzt wieder ready, die Wohnung, genau. Also hier kommt Marisas Bruder, der Mario kommt vorbei, weil die beiden Lampen sind hier dauer auf Strom geschaltet. Auch da müssen wir gucken, was los ist. Ansonsten, diese Wand ist in Ordnung. Hier oben waren große Schimmelschäden. Da sieht man noch Reste davon. Es ist die Vermutung von allen Fachleuten einfach nicht gelüftet, die Mieter vorher. Aber gut, darüber will ich jetzt gar kein Wort verlieren. Ihr seht, was wir hier machen müssen. Die haben hier 2,5 Jahre gewohnt und da sieht man, was man machen muss. Alle Fußleisten hier unten müssen neu lackiert werden. Boah, da muss ich gleich drüber nachdenken. Hier ist die Heizung abgenommen worden. Hier seht ihr das mal so. Ich weiß nicht, ob man das hier so sieht. Hier ist das ganze Telefon angemalt worden. Alle Schalter mussten abmontiert werden. Hier sieht man das. Alle Schalter angemalt worden. Da muss ich gleich drüber nachdenken. Genau, also hier kommen wieder so rötliche Tapeten ran. Ich weiß, mein Style ist vielen zu doll, aber ist nun mal so. Hier ist ja das Hauptbad. Hier muss noch ein neues Spiegel montiert werden. Es kommt hier gleich ein Bekannter von mir, der uns hier auch hilft. Und ja, hier wird jetzt alles wieder zacki zacki frischi frisch gemacht. Hier sind schon die ersten Möbel da oben. Die Tapete muss auch geflickt werden. Hier wird die Decke dann gestrichen. Und ja, ein bisschen was zu tun hier im Wohnzimmer. War auch ein Schimmelschaden. Hier sieht man das auch. Leider alle Stuckleisten hier angemalt, weil sie selber gemalt haben. Jeder sagt ja, malen kann ich selber. Alle Stuckleisten angemalt. Sind alle Türen angemalt worden. Ich mag gar nicht weiter gucken. Ja, es ist überall drüber gemalt worden. Man könnte fast davon ausgehen, wenn das jemand willkürlich gemacht hat, aber gut, so ist es. Die Küche ist immer noch sehr nice. Wurde leider nur dementsprechend übergeben. Hier sieht man das auch überall gegengemalt. Ich könnte ausrasten, wenn ich das noch sehe. Hier oben auch hat massiv geschimmelt, weil einfach nie gelüftet worden ist. Da oben sieht man so Schimmel. Das heißt, man muss auch alles bearbeitet werden. Ja, das ist hier der Raum. Hier wurde jetzt auch schon gemacht. Hier, der wurde auch neu gestrichen, alles abgeschliffen. Heizung demontiert von meinem Freund Marcel, der Klempnermeister. Gott sei Dank habe ich die meisten Handwerker alle in meinem Freundeskreis. Dankeschön, dass ihr mit mir befreundet seid. Ich habe einen Kfz-Meister als Freund, einen Klempner als Freund, einen Elektromeister als Freund, einen Malermeister als Freund. Ich habe meine Freunde nur nach Meistertiteln ausgesucht. Der Einzige, der kein Meister ist, ist Philipp Schlaffer. Ja, hier also die Dinge schon. Wir müssen auch noch eine Tür bestellen. Naja, gut. Pech und kommt gerade zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt. Aber wer sagt schon, ich will meine Wohnung dreckig und räudig wiederbekommen, hat, glaube ich, keiner Bock drauf. Oh, hier, bevor ich nachher live gehe, Marisa ist da unterwegs in der Küche. Die hat uns schön kaltes Armbrot besorgt. Das esse ich auch mal gerne. Einfach irgendwie ein bisschen Aufschnitt, ein bisschen Brötchen, Zwiebel, ein bisschen Tartar, nett. Oh, freue mich auch einfach mal. Machen wir eigentlich viel zu selten. Ja, wir machen das leider sehr selten. Natürlich auch durch die Griller Queen ist das aber so eine Sache, die ein bisschen untergeht. Ja, dann Video an CB Strike. Gucken wir das? CB Striker oder wie das heißt? Ja. Coole englische Krimiserie. Und die Hunde schlafen zumindest. Chili und Rudolf hält natürlich Wache, bevor irgendwas hier vom Tisch runterfällt, Leute. So, also heute wirklich mal wieder Daily Vlog aufgenommen. Ich hoffe, ihr wart vorhin dabei. Ich war vorhin noch über zwei Stunden live zu König Peter und seinem verwirrten Interviewer Mr. Raw. Das ist auch so ein Duo gewesen. Oh Gott, so viel Lustiges. Na gut. Also, jetzt ist es, ne? Ist schon voll nach 10. Morgen geht's früh hoch. Morgen wird auch wieder ein langer Tag. Irgendwie ein bisschen was auf dem Zettel, ne? Ein paar Kleinigkeiten, ne? Ja. Ich nehme mich dann auch mit. Ich war
morgen zum Friseur, dann fahre ich in die Wohnung nochmal. Du fährst Freecare, ne? Dann Standesamt, reichlich zu tun. Reichlich zu tun. Ja, so machen wir das. Also jetzt haben wir die Hunde draußen. Rudolf, hast du dein Geschäft schon erledigt? So, Rudolf ist schon da. Da kommt Chillman. Fehlt nur noch Heidi, die ihr Geschäft macht. Also, liebe Leute. Ja, so. Gute Nacht und sag einmal Jordan, gute Nacht. Gute Nacht, Leute.